Sie ist die Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit, die Interschutz 2022 hier in Hannover. Auf mehr als 80.000 Quadratmetern präsentieren mehr als 1.300 Aussteller aus 50 Ländern die Innovationen der Branche. Das große Thema ist dabei die Digitalisierung. Eines muss uns allen auch immer klar sein, auch die bestmögliche Ausstattung ist wahrlich nicht furchtbar viel wert ohne die Menschen, die damit arbeiten. Damit erkläre ich die Interschutz 2022 für eröffnet. Alle Themen sind gut besetzt. Insgesamt ein Rieseninteresse, von daher eine richtig super internationale Leitmesse hier am Standort Hannover. Wir haben ja diesmal eine ganze Fülle von Themen. Wir haben einmal die Entwicklung in der Robotik, wir haben die Drohnentechnik, wir haben die Themen Klimawandel, Vegetationsbrandbekämpfung. Hier sieht man tolle Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge. Die Messe verändert ihr Format. Es ist nicht mehr nur das Schaufenster von Produkten, sondern es ist ein Marktplatz, ein Platz, wo man sich austauscht, neue Ideen generiert. Die Interschutz 2022 läuft noch bis Samstag hier auf dem Messegelände in Hannover.